Stefan ist seit einem schweren Unfall im Wachkoma. Er ist nicht bei Bewusstsein und nimmt nichts wahr. Na, heute sieht ja wieder gut aus. Komm mal locker. Auch nicht seine Lebensgefährtin Heike. Seit 10 Jahren ist er mit ihr zusammen. Jetzt ist er von ihrer Pflege abhängig. Er lebt zu Hause bei Heike. Doch wird er jemals wieder der sein, der er war? Laut der Diagnose der Ärzte wird Stefan niemals wieder aus dem Wachkoma aufwachen. So richtig? Wenn man denn erstmal dieses Überleben geschafft hat, was ja bei vielen solch dramatischen Unfällen so ist oder auch anderen Ursachen mit Schlaganfall oder Infarkten, steht man dann plötzlich alleine da, weil ja niemand sagen kann, was wird, was kommt oder bleibt es so für immer. Johannes hatte mit 18 Jahren einen Autounfall und auch er fiel ins Wachkoma. Damals wohnte er noch zu Hause bei seinen Eltern. Auch für seine Mutter veränderte sich seit dem Unfall alles. Wenn ich mir jetzt vorstelle, er ist dann, muss in Heim. Das ist für mich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Johannes und Stefan teilen ein ähnliches Schicksal. Die Ärzte geben ihnen keine Chance, je wieder zurück ins Leben zu kommen. Die Geschichte von Johannes beginnt im September 2004. Er will eine Freundin besuchen. Er fährt zu schnell. Ein anderer Autofahrer alarmiert 5 Minuten später den Rettungsdienst. Johannes ist am Kopf schwer verletzt. Der schlimmste Moment war der Anruf von meinem Mann, dass die Polizei bei uns ist und der Johannes ist verunglückt. Und da wusste ich sofort, es hat mich wie ein Pfeil, das ging bis runter in die Beine waren schwer, wo ich genau gewusst habe, dem Johannes ist ganz was Furchtbares passiert. Im Uniklinikum Würzburg untersuchen die Ärzte Johannes mit einem Computertomographen. Er blutet auch im Kopf. Das bedeutet Lebensgefahr. Schon 1 Stunde nach dem Unfall wird er operiert. Johannes überlebt. Aber alle Versuche, ihn aufzuwecken, scheitern. Die Ärzte machen seinen Eltern keine Hoffnung. Der Johannes wird niemals mehr aufwachen. Er wird sich niemals mehr bewegen können und wird auch niemals ohne Beatmungsgerät mehr atmen können. Also die Prognose war eine Katastrophe. Die Diagnose? Wachkoma. Johannes ist nicht bei Bewusstsein und kann seine Umgebung nicht wahrnehmen. Die Berührung seiner Eltern spürt er vermutlich nicht. Trotzdem sind sie jeden Tag bei ihm. Stefans Geschichte beginnt auf dem Nürburgring. Er fährt im Juli 2013 bei einem Motorradrennen für Amateure mit. Kurz vor Ende liegt er auf dem 4. Platz. Da streift ihn ein anderer Fahrer. Stefan ist am Kopf verletzt und wird im Klinikum Neuwied sofort operiert. 8 Stunden lang wartet Heike vor dem Operationssaal auf den Chirurgen. Dann kam der eben raus und sagte, erstmal hätten sie alles getan, was möglich ist, aber er schwebt in Lebensgefahr und sie können keine Aussage treffen, ob der Stefan die Nacht überlebt oder den nächsten Tag. Stefan überlebt. Auch seine Diagnose lautet Wachkoma. Trotz offener Augen ist er nicht bei Bewusstsein. Aber dass alles genauso kommt, wie man das Schlimmste befürchten kann, das hätte ich nicht gedacht, dass einem sowas treffen kann. Ja, und auf einmal ist gar nichts mehr, wie es war. Gar nichts mehr.
Johannes wird schon 2 Wochen nach dem Unfall in eine Reha-Klinik nach Allensbach verlegt. Hier sind Ärzte und Pfleger auf Wachkoma-Patienten spezialisiert. Seine Therapeuten filmen Johannes von Anfang an. Sie wollen seine Fortschritte dokumentieren. Aber er zeigt keinerlei Reaktionen. Als der Unfall 2004 passierte, stand Johannes kurz vor dem Abitur. Er war damals einer der Klassenbesten und fuhr Profi-Radrennen. Johannes hatte große Pläne. Pilot oder Arzt wollte er werden. Jetzt ist er 18 und im Wachkoma. Immer wieder richten die Therapeuten ihn auf. Das soll ihn aufwecken. Aber Johannes bleibt bewusstlos. Er hat dich nicht angeschaut. Der Blick ging immer nach links vom Johannes, war immer nach links gerichtet. Du hast immer gedacht, der müsste dich doch einmal nur anschauen. Und da kam keine Reaktion, nichts. Können Sie ihn bitte noch mal ansprechen? Johannes, komm mal zu mir rum. Komm mal zu mir. Komm mal hier auf die Seite. Dahin. Oktober 2014 bei Stefan und Heike zu Hause. Stefan muss über eine Magensonde ernährt werden. So, mein Schatz. Jetzt gibt's was zu essen, ne? Nicht meinen. Ich glaube, da müsste mitunter, bis dass ich so die Konsistenz ein bisschen raus hatte, auch ein paar Anläufe gebraucht, wo ich dann wirklich mit dem Brustkorb gegendrücken musste, weil ich gar keine Kraft mehr in der Hand hatte. Noch vor einem Jahr waren Stefan und Heike zusammen im Urlaub. Stefan war mit 48 sehr sportlich. So sportlich, dass er jüngere Konkurrenten beim Motorradrennen regelmäßig übertrumpfte. So, jetzt hast du den Arm schon weg, ne? Ist ja praktisch gerade. Mach mal ein bisschen zurück. So, leg mal den Arm da drauf. Ja, muss ein bisschen heben. Das fällt noch schwer. Jetzt haben wir leider keine Sonne mehr, Schatz. Stefan und Heike leben in einem alten Fachwerkhaus in der Eifel, das sich kaum behindertengerecht umbauen lässt. Stefan hat keine Pflegekraft. Heike hat seine Vollzeitpflege übernommen. Dafür hat sie ihren Beruf als Physiotherapeutin aufgegeben und bekommt nun 700 Euro Pflegegeld. Insgesamt muss die Familie mit 1.800 Euro auskommen. Auch die 3 Söhne spüren den finanziellen Engpass. Der jüngste, Philipp, ist zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt. Der 14-jährige Leon hilft seiner Mutter häufig, zum Beispiel, wenn Stefan in den Rollstuhl gehoben werden muss. Sein älterer Bruder Lukas ist hörgeschädigt und lebt unter der Woche im Internat. Stefan ist nicht ihr leiblicher Vater, hat aber schon lange die Vaterrolle in der Familie übernommen. Bis zu seinem Unfall. Dass ich dann auch wirklich gefragt habe, wie sieht das für euch aus? Ne? Habt ihr die Idee, dass der Stefan hier nicht wohnen sollte? Nein, dann weinen die. Ne? Natürlich darf der Stefan hier bleiben. Das ist unser Stefan. Die würden ihn auch nie hergeben. Nie. Und dann leben wir eben so, wie wir leben. Ja. Oh, Schatz. Ja. Du musst halt weiter kämpfen, ne? Du machst das auch. Ja. Hey, du bist ein kleiner Schisser. Also, 5 Monate ist Johannes nun schon in der Allensbacher Klinik und bekommt täglich mehrere Therapien. Oft mit dabei
seine Mutter. Nochmal, wo kommt der Schark? Hannes, wo ist der Schark? Hier. Oder King Cobra. King Cobra. Ein paar Tage später hat er das dann gemacht. Hat er auf einen Witz oder eine lustige Bemerkung reagiert und hat gelacht. Ohne Ton. Aber die Mundwinkel, die von der Mimik her war, ja, hat er gelacht. Nach der anfänglich schlechten Prognose ist jetzt klar, Johannes ist aus dem Koma aufgewacht. Aber sprechen kann er nicht. Seine ehemaligen Schulkollegen haben mit ihm jeden Tag geübt. Mein Neffe, Mensch, komm Johannes. Immer Ma, Mama, Ma, Mama, probier doch mal. Es kam nichts. Doch Johannes scheint alles zu verstehen. Lass da mal wieder los. Langsam gewinnt er immer mehr Kontrolle über seinen Körper. Gut. Stopp. Jetzt haben wir gesagt, wenn die Beine so gestreckt sind, kann es wehtun, gell? Also, was machen wir dagegen? Wir beugen sie. Kannst du mir helfen, das linke Bein? Oh, das rechte. Gut. Perfekt. Und dann ist... Ja, super. Braucht mich gar nicht mehr. Ich werd verrückt. Und dann fing er plötzlich sprechen an. Dann kam das erste Wort, Merci. Da denke ich mir, das, was hat er jetzt gesagt? Dann haben die anderen gesagt, ja, Merci hat er jetzt gesagt. Ja, und so fing das an. Stefan macht ein Jahr nach seinem Unfall keine so offensichtlichen Fortschritte. Trotzdem glaubt Heike, dass er sie versteht. Hey, mach mal Kopf hoch. Mach mal Kopf hoch. Hi. Na? Traust du dich zu stehen? Ja? Auf den Füßen? Wir machen das mit Schwung rüber. Und mach mal Haar. Hm? Haar. Ja? Was denn? Ich brauch ein Ja. Was wehrt sich jetzt als Ja? Selber schuld. Füße stehen lassen. Ja, so ist wunderbar. Ganz feste hochdrücken und strecken. Eins, zwei. Prima. Das hast du gut gemacht. Übers Internet erfährt Heike von einem Koma-Spezialisten in Belgien. Sie will, dass er Stefan untersucht und beantragt bei der Krankenkasse die Übernahme der Kosten. Doch ihr Antrag wird abgelehnt. Schließlich schreibt Heike sogar dem Direktor der Kasse. Die Genehmigung, das hat auf sich warten lassen, weil die natürlich erstmal auch, der war ja diagnostiziert als Wachkoma-Patient. Da sieht man ja keine Veranlassung, dann nochmal eine Untersuchung zu bezahlen oder zu finanzieren. Nach 3 Monaten wird Stefan in Belgien untersucht. Die Ärzte haben eine gute Nachricht. Stefan ist nicht mehr im Wachkoma. Er ist bei vollem Bewusstsein. Aber seine Persönlichkeit wird nie mehr die alte sein, sagen die Ärzte. Und dass er nie mehr sprechen oder laufen wird. Das hat mich echt niedergeschmettert. Also die Erwartung war ich überhaupt nicht. Und dann komme ich jetzt mal was bei dich bei. Ne? Das Schlimmste ist so, dass man halt nie gesagt kriegt, ich liebe dich. Mal in den Arm genommen wird. Obwohl er das tun würde, wenn er könnte, da bin ich überzeugt von. Nicht wahr, Schatz? Ist gut. Ist gut. Ja. Komm her. Ist gut. Johannes ist seit 7 Monaten in der Spezialklinik. Training auf dem Laufband. Die Therapeuten helfen Johannes, seine Füße korrekt aufzusetzen. So soll sein Nervensystem die Bewegungsabläufe wieder lernen. Und das Laufenlernen, das war für mich so beeindruckend, weil
Er hat dann mal einen Schritt allein gemacht und dann sagt er zu mir, du Mutti, das Laufen, das lerne ich wieder. Weißt du, hat er gesagt, wenn man einen Schritt machen kann, dann kann man zwei, dann kann man drei, dann kann man vier und schwupps, dann läuft man. Oh. So, und jetzt setze ich gerade hin. Oh. 1,5 Jahre nach seinem Unfall verlässt Johannes die Reha-Klinik auf eigenen Beinen. Dreh dich schon mal. Fuß zur Seite und nachstellen. Stefans Unfall liegt nun 2 Jahre zurück. Entgegen der Prognose der Ärzte bemerkt Heike Fortschritte. Ja, weiter so. Ist gut. Ja, ist gut, Schatz. Genau, weiter so. Prima. Noch ein bisschen. Ja, jetzt noch mal hier zur Seite. Genau, und jetzt wieder nach vorne zu mir. Ja, super. Perfekt. Perfekt. Ist gut. Weiter. Komm. Weiter. Ja, komm. Komm, du schaffst das. Perfekt. Genau. Ja, super. Super. Wunderbar. Das reicht. Dadurch, dass der Stefan mobiler wird und auch mutiger wird und mehr Dinge alleine macht, läuft er viel mehr Gefahr, dass was passieren kann. Dass er umfällt, dass der ganze Stuhl umkippt oder so. Ne? Er wird auch öfter wütend. Warum Stefan schreit, wissen auch die Ärzte nicht. Nur, dass das bei ehemaligen Wachkoma-Patienten häufig vorkommt. Das passt mir überhaupt nicht. Ich habe keine Kraft für sowas. Oha. Seit 2 Jahren leben Heike und die 3 Jungs mit dem schwerbehinderten Stefan zusammen. Das finde ich gut. Wir sollen nicht in so einem scheiß Krankenhaus sein, wo sie sich kaum um den kümmern und nichts mit dem machen. Da lernt er auch nichts. Ich hab's nie übers Herz gebracht, ihn meinen Vater zu nennen. Weil mein tatsächlicher Vater ja schon vorher verstorben war. Und dann ging es nicht mehr so einfach, aber er war schon ein Vater für mich. Was die Familie beschützen angeht, dann können mein großer Bruder und ich da auch schon einspringen. Unsere Mama ist auch sehr stark, sie schafft das schon. Am Anfang, also ungefähr das erste Jahr, hatte ich echt das Gefühl, dass meine Mutter dann total kaputt geht an der Situation. Also da war ich wahrscheinlich der Einzige, der dafür war, dass Stefan eher weg soll. Und jetzt so langsam geht's, aber also ich denke, jetzt kommt sie auch gut mit klar, aber am Anfang habe ich echt gedacht, dass das uns voll kaputt macht, so als Familie. 2015. Johannes' Unfall ist inzwischen über 10 Jahre her. Eine Reha braucht er schon lange nicht mehr. Aber er erinnert sich noch an die Zeit, als er langsam aus dem Koma aufgewacht ist. Da konnte ich mich gar nicht bemerkbar machen, konnte ich mich gar nicht äußern, weder sprechen noch bewegen. Also ich konnte nicht mal die Augen aufmachen, Augen zumachen. Und das ist das Furchtbarste, was es gibt, wenn man wie gefangen im eigenen Körper ist. Man kann sich wirklich gar nicht mitteilen. Und man kann sich seiner Außenwelt gar nicht mitteilen, aber man will eben. Inzwischen hat Johannes eine feste Arbeit bei einem Dokumentenservice. Ein spezieller Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung. 8 Stunden am Tag überträgt Johannes Daten aus Patientenakten in eine Datenbank. Eintönig. Dabei wünscht er sich mehr Kontakt zu Menschen. Heute Abend trifft er sich mit seiner Schwester und deren Freunden in Würzburg. Seine eigenen Freunde haben sich seit dem Unfall immer mehr zurückgezogen. Für euch, ja. Muss aufpassen, echt. Die Westen, die sind echt penetrant, ne? Das ist schlimm.
Mona-Kammer. Dann lache ich zurück. Ist alles okay? Ja. Alarm. Sorry, Mann, es ist wieder wichtiger, ist klar. Ich rufe wieder die Frauen an. Nee, halt mal kurz. Das sind meine Tablettenalarm. Also. Alarm, Alarm. Es ist gut, dass ich jetzt Wasser hab. Johannes braucht regelmäßig Medikamente. Scheiße. Denn seit dem Unfall leidet er unter epileptischen Anfällen. Die Tabletten machen müde und er kann sich nur schlecht konzentrieren. Früher gab es nie ein Problem für Johannes. Der hatte kein Problem. Wir hatten niemals dass wir uns Sorgen um das Kind machen mussten. Es lief alles wie am Schnürchen, einfach nur perfekt. Und jetzt ist es so, er hat dann teilweise auch Tics entwickelt, dass er dann immer alles noch hinterfragen muss und warum. Und das geht einem dann manchmal schon auf die Nerven. 2015 geht es der Familie von Stefan und Heike finanziell besser. Nachdem ihre Geschichte im Fernsehen zu sehen war, hat Heike von anderen Betroffenen erfahren, dass ihr eine Rente zusteht. Nun hat die Familie rund 1.000 Euro mehr im Monat. Außerdem wurde Geld für sie gesammelt, von dem sie den Schwimmrollstuhl gekauft hat. Hallo, was denn? Zu viel? Ja, komm her. Komm her. Oh nein, jetzt nicht weinen. Hallo. Laufen. Ja. Mach langsam. Immer erst, wenn der Fuß am Boden ist. Johannes arbeitet heute auf Probe. Ja, das ist halt mal was anderes und vor allem Kundenkontakt auch. Und das wird mir halt ganz gut gefallen. Er soll Getränke und Zeitungen in der Uniklinik Würzburg verkaufen. Begleitet wird er von Timo, der lernbehindert ist. Los, ich bin mal gespannt, wie das dann ist. Was? In den Wegen. Ja, es ist halt sehr viel zu laufen, ne? Schönen guten Morgen. Wünschen Sie Kaffee, Zeitung? Sag einfach immer, möchten Sie was haben? Vielleicht möchten Kaffee? Sie irgendwie? Ja, stimmt, das wünschen Sie ist schlecht, ne? Guten Morgen. Hätten Sie gerne einen Kaffee, möchten Sie. Zeitung oder irgendwas anderes? Will noch jemand irgendetwas? Kaffee? Oder eine Zeitung? Cola Fanta? Zeitung hätten wir im Angebot. Ja gut. Keiner mehr? Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Am Ende des Probetages bekommt Johannes ein Feedback vom Chef des regionalen Sozialwerks. Wir müssen ja hier in der Zeit fertig werden, weil wir haben 5 Stunden und in den 5 Stunden muss man alles erledigt haben. Ja, und das heißt schon, man muss relativ zügig durchgehen, wenn man alle Patienten Zimmer erreichen will, wenn man die Wartebereiche erreichen will und so weiter. Das heißt, alles sehr zügig, ja, und kann sich da einfach keine Zeit lassen, weil wir haben die 5 Stunden, wir können keine 8 Stunden brauchen. Die sozialen Kompetenzen sind da, du bist freundlich, ja, bist intelligent, kannst das auch aufnehmen und die einzige Einschränkung, die du halt noch hast, ist das mit dem Gehen und na, die Motorik. Im Moment, glaube ich, wirst du es nicht schaffen. Mit dem neuen Job hat es nicht geklappt. Johannes arbeitet weiter beim Dokumentenservice. In seiner Freizeit geht er oft mit dem Hund der Familie spazieren. Und er wohnt noch zu Hause. Johannes ist jetzt 29. Andere in seinem Alter leben schon längst in einer eigenen Wohnung. Wenn man mal eine Freundin hat, eventuell dann mit der zusammen oder so. Ja, mal schauen.
Ich wollte immer unbedingt eigene Kinder, aber mittlerweile muss ich sagen, eher nicht. Johannes kennt seine Einschränkungen, aber sein positives Denken hat er sich bewahrt. Also ich bin ja echt ein Wunder eigentlich, weil mit den derartig schlimmen Verletzungen, wo ich hatte, also da kann man schon sagen, dass ich echt richtig Glück gehabt habe. August 2015 bei Stefan und Heike zu Hause in der Eifel. Heute ist der erste gemeinsame Familienabend seit langem. 3 Wochen lang musste Heike Stefan ohne die Hilfe ihrer Jungen pflegen, die im Ferienlager waren. Ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Aber wenn der uns nicht mehr recht wird, dann kann ich auch noch hinsetzen. Denn Lukas und Leon werden in ein paar Jahren die Schule beenden. Für eine Lehre oder ein Studium müssen sie dann ihr Dorf in der Eifel verlassen. Also wenn die Kinder dann so allmählich flügge werden, bis dahin muss der Stefan ans Laufen gekommen sein und sich selber sicher bewegen können, wie auch immer, mit Rollator oder auch ohne. Ne? Ohne? Ohne wäre cool. Das schaffst du, oder? Ja? Wenn ja, dann nick. Und wenn nicht, dann schüttel den Kopf. Schaffst du das? Mit Rollator? Ja, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ein knappes Jahr später, 2016, zerschlägt sich dieser Traum. Stefan liegt im Krankenhaus. Ein Geschwür im 12-Fingerdarm hat die Darmwand durchbrochen. Ich will jetzt nicht zukneifen. Er überlebt nur knapp. Ich möchte auch nur mal die Lippe abwischen. Ich gehe nicht rein in den Mund. Ist was mit deinem Mund? Oh, heute Morgen war furchtbar. Der Stefan wirkte ganz apathisch, hat gar nicht Kontakt mit mir aufgenommen, war schweißgebadet am ganzen Körper, Schweißperlen auf der Stirn und hat gar nicht auf mich reagiert, also mich nicht angeschaut und auch nicht auf Ansprache reagiert mit den jetzt im Moment kleinsten Bewegungen, die halt noch funktionieren. War schon erschreckend. Auch im Krankenhaus übernimmt Heike einen Teil von Stefans Pflege. Seine Lunge ist jetzt immer voll Schleim, der regelmäßig abgesaugt werden muss. Schütteln, so. Okay, gut. Wollt schlafen. Kannst du auch. Und durch das lange Liegen hat Stefan viele der mühsam aufgebauten Fähigkeiten wieder verloren. Okay. Da hatte ich vor einer Woche noch große Angst vor, dass alles verloren ist. Aber ich weiß nicht, wie lange wir für diesen Kraftaufbau brauchen. Oh Gott, no, ich weiß gar nichts im Moment. Tja. Wenn wir heute überlegen, was wir machen, was möchtest du denn? Möchtest du nach Hause? Dann hebst du die Augenbrauen. Und möchtest du auf Station, auf die andere hier im Krankenhaus, dann rümpfst du die Nase. Nach Hause, Augenbrauen? Nach Hause, okay. Gut. Stefan hat sich bewusst entschieden und will nach Hause. Aber dazu kommt es nicht. Denn die Wochen in der Klinik haben Heike viel Kraft gekostet. Sie bekommt hohes Fieber und muss für kurze Zeit selbst ins Krankenhaus. Frühjahr 2019, 15 Jahre nach Johannes Unfall. Er wohnt inzwischen in einer WG. Ja, nicht relativ sauber. Seine Mitbewohnerin Luisa ist seit ihrer Geburt gehbehindert. Darf ich mal auf dem Handy schauen, was wir mit dem Knoblauch machen müssen? Auch Simon wohnt hier. Er hat eine leichte Lernbehinderung. 3-mal in der Woche kommt ein Betreuer vorbei und hilft. Den Rest der Zeit sind die 3 auf sich allein gestellt. Ja, mal macht jemand, bringt jemand Müll raus, der andere bringt dann mal halt macht oder bringt putzt dann mal Dusche. Nee, man kann gut mit ihm zusammen
wohnen und ja, macht schon Spaß. Ja, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Kann mal weggehen, einfach. Ja, es ist einfach ganz was anderes, ein bisschen unabhängig zu sein. April 2019 in der Eifel. In den vergangenen 3 Jahren musste Stefan noch weitere Krankenhausaufenthalte überstehen. Jetzt hat er sich wieder erholt. Noch immer lebt er mit Heike und ihren Söhnen in dem alten Fachwerkhaus. Die Jungs legen heute einen Holzvorrat an. Damit muss die Familie im Winter ihr altes Haus beheizen. Leon ist jetzt 18 und macht nächstes Jahr Abitur. Sein 4 Jahre jüngerer Bruder Philipp ist trotz der Belastung zu Hause einer der Klassenbesten. Lukas ist inzwischen 21. Bald fängt er eine Lehre zum Touristikkaufmann in Norddeutschland an. Seit 6 Jahren helfen er und seine Brüder ihrer Mutter bei der Pflege. Wir haben uns so gut darauf eingestellt und wir kommen so mit diesem Lebensstil, sag ich mal, jetzt so gut parat. Aber gut ist das jetzt trotzdem nicht. Wenn Lukas weg ist, muss Leon seine Aufgaben wie die Wocheneinkäufe übernehmen. Naja, ist auf jeden Fall anstrengend. Man versucht natürlich der Mutter und auch dem Stefan zu helfen, wo man kann. Aber es ist nicht immer so einfach. Ja. Diese Axt gehen schlecht 2. Ich denke, aus dem Ganzen sind wir als Kinder einfach nur draus gewachsen und haben daraus gelernt. Und später werden wir dann mal bessere Erwachsene sein als andere. Heike hat etwas Geld geerbt und damit für Stefan einen Teil des Stalls ausbauen lassen. Jetzt hat sie mehr Platz. Und sogar ein spezielles Laufgeschirr, um mit ihm das Gehen zu üben. Und den anderen? Ja. Hoch. Hier, Strecke. Strecke. Und jetzt kommt der. Sehr gut. Drauf. Ja. Drauf. Und hier? Ich bin gefangen. Warte mal. So, jetzt Popo vor. Ganz vor, ganz vor, ganz vor, ganz vor, ganz vor. Dahin. Und jetzt wolltest du mir einen Kaffee kochen, ja? Mit welcher Hand? Mit der, okay. Komm nach vorne. Weiter. Dafür haben wir geübt eben, ne? Ja? Okay. Also, so, jetzt drücken. Jawohl. Dankeschön. Der Stefan hat Freude am Leben und wir haben Freude am Zusammenleben. Und wenn man ihn gezielt fragt, dann möchte er auch leben und nicht sterben. Ja. Aha. Ganz feste. Ja. Aha. Es ist natürlich so, dass man jetzt nicht mehr wirklich als Paar ja lebt, also wie eine Partnerschaft leben kann, mit dem Geben und Nehmen wechselseitig. Das geht ja nicht. Also wir haben ja jetzt wirklich eine Abhängigkeitsbeziehung, die natürlich immer noch emotional ganz nah ist. Aber natürlich ganz viel begrenzt ist auf Pflege und auf Wohlbefinden. Aber die Partnerschaft, wie man sie mit einem Partner lebt, also mit allem, was dazugehört, hat man ja nicht mehr. Richtig stellen. Nicht husten. Nach vorne. Okay. Bitte, bitte, bitte stehen bleiben. Okay. Und langsam. Puh, gut gemacht. Ja. Bist du stolz? Kannst du sein, ja. Hast du wirklich gut gemacht. Seit seinen Krankenhausaufenthalten braucht Stefan noch mehr Pflege. Und alle 4 Stunden einen neuen Blasenkatheter. Auch nachts. Puh. Selten schläft Heike mehr als 4 Stunden pro Nacht. Johannes ist inzwischen 33 und hat eine Freundin, Esther. Ja. Sie trägt ein Kopftuch, weil sie seit ihrem 3. Lebensjahr keine Haare mehr hat. Dann hab ich noch ein bisschen. Die beiden haben sich vor ein paar Monaten auf einer Dating-Plattform im Internet kennengelernt. Und in diesem Café zum ersten Mal getroffen. Okay.
Sie ist eben auch eine Gans. Eine ganz lieb und wirklich auch zärtlich, feinfühlig. Und sie liebt einfach. Der ist so zärtlich, der hat so viele Gefühle und kann es auch zeigen. Und auf jeden Fall, der ist nicht oberflächlich, der ist ganz anders. Für mich auf jeden Fall, ja. Der ist was Besonderes für mich, ja. Esther hat zwei Kinder und lebt mit ihnen 30 Kilometer entfernt von Würzburg. Sie sieht Johannes nur jedes zweite Wochenende. Von Anfang an hat er mit ihr über seinen Unfall gesprochen. Bringt ja nichts, da irgendwas zu verheimlichen, und deswegen habe ich ihr gleich von Anfang an habe ich ihr das erzählt und sie hat es auch gleich akzeptiert. Das war schwer für mich, nicht weil mich das stört, sondern ich war traurig darüber, was mit ihm passiert ist. Bin ich immer noch. Stefan wird vermutlich ein Pflegefall bleiben. Seit 6 Jahren bestimmt sein Zustand den Alltag der Familie. Die ersten Jahre, kann ich sagen, also bestimmt 2 Jahre oder gar 2,5, habe ich mich selber gar nicht mehr wahrgenommen. Also da hat sich alles um Stefan gedreht, natürlich auch um die Kinder gedreht. Das überhaupt organisiert zu bekommen, unser neues Leben, das war unheimlich anstrengend und es hat viel Zeit gebraucht für kleinste Hilfestellungen, weil der Stefan ja noch sehr viel schlechter dran war auch. Und mit den Jahren irgendwann kann ich so sagen, ja, da habe ich gemerkt, so, ich bin ja auch noch da. Ja, das ist, glaube ich, der letzte. In den Osterferien macht die gesamte Familie einen Ausflug an den nahegelegenen Stausee der Urft. Der kann ja theoretisch auch in mit der dabei eine Freundin und Adrian. Adrian stammt aus Costa Rica, lebt aber schon seit Jahrzehnten im selben Dorf wie Heike und Stefan. Vor einiger Zeit haben sich Heike und Adrian besser kennengelernt, als er eine Rampe für Stefans Rollstuhl gebaut hat. Aber er sagt, dass Stefan rausklappt. Und sie haben sich verliebt. Kinder. Ich finde es gut, dass sie so wieder mehr Freude ins Leben bekommt. Auf jeden Fall. Adrian ist ein guter Mann. Er kümmert sich immer ganz toll um alle. Das realisiert Stefan schon, dass, weil man das, ja, sagen wir mal, auch braucht. Okay. Sowas. Und Stefan kann ihr das halt gar nicht mehr geben. Das ist ihm auch klar. Ich hätte auch nichts angefangen, ohne mit dem Stefan vorher darüber zu reden. Und auch natürlich mit den Kindern. Also da, das war auch wichtig für alle Seiten. Haben wir geschafft, oder? Doch wegen Stefans Pflege ist Heike selten mit Adrian allein. Jedoch, ich habe selber eine Familie, meine Kinder leben bei mir. Und so viel kann ich an andere Frau auch nicht bitten. Und die Situation, in unserer Situation, passt, ich denke mal, genau richtig. Ja, ich teile meine Frau. Oder andersrum. Ja, ich teile auch irgendwie. Nein, oder Stefan teilt seine Frau mit mir, keine Ahnung. Ich teile meine Zeit aber auf für andere. Ja. Ja. Einfach ist anders, ne? Nein, ist gerade einfach. Ist gerade einfach? Gut. Siehst du? Geht noch. Alles gut. Ja. Hallo, ich habe euch schon gehört. Grüß euch. Hallo, Esther. Grüß dich. Johannes, komm rein. Klara, jetzt ist aber. Esther und Johannes besuchen heute seine Eltern. Inzwischen fühlt sich Esther schon fast als Teil seiner Familie. Klöße 10 Minuten, aber dann ist im Prinzip alles fertig. Oh. Oma, ja?
Willst du auch ein Bellini, ein Sekt? Oder auf eine gewisse Art und Weise fühle ich mich manchmal wie eine Prinzessin, ja, mit ihm, weil er verwöhnt mich auch wirklich und versucht immer alles so zu tun, dass er mir zuliebe alles, also dass ich mich wohlfühle und das, ja, das ist schön. Ja. Ja, und genau so geht es mir eigentlich auch. Also sie gibt auch echt alles und macht auch alles für mich und um mir auch das Gefühl zu geben, dass ich mich wohlfühle und dass es mir gut geht. Jetzt stoßen wir dann als erstes an. Die beiden sind erst wenige Monate zusammen. Trotzdem haben sie schon mal über Kinder gesprochen. So, zum Wohl. Und dass er noch kein leibliches Kind hat, kann ich natürlich verstehen, dass er vielleicht irgendwann mal sagt, dass er den Wunsch hätte. Und ich glaube schon, dass ich dann... Dass ich würde ihn auch gerne den Wunsch erfüllen. Dann. Also, ja. Denke ich. Wir lassen uns mal überraschen. Genau. Ein besonderer Tag. Heike bringt Stefan zu dem Ort, an dem er vor 6 Jahren verunglückte. An den Nürburgring. Das sind alles die Erinnerungen, den Spaß und die Freude, die Stefan dabei hatte. Das holt man wieder hoch. Und da es ihm so Spaß macht, macht es mir halt auch Spaß. Es ist wie, so ein Stück weit wie nach Hause kommen. Stefan und Heike besuchen auch seine alten Rennfahrerfreunde in der Box. Sag mal, magst du mal aufs Motorrad sitzen? Magst du? Ehrlich? Ja? Okay. Nicht absetzen. War es cool? Ja? Na, die machen Sachen mit dir, ne? Es vibriert überall, oder? Stefan ist nicht mehr im Koma. Aber er ist auch nicht mehr der Mann, der er vor dem Unfall war. Doch trotzdem wollen Heike und Stefan wieder zum Nürburgring. Nächstes Jahr und die Jahre danach.